Also wir wollten gerne, dass wir mehr begegnen. Also wir haben neue Klassen bekommen und das waren die CR-Klassen, also die zentralen Erstaufnahmeklassen, dass die Flüchtlinge bei uns Deutsch lernen auch. Und ja, und wir wollten halt mit denen auch gerne was zusammen machen, weil wir haben die ja halt in den Pausen nicht gesehen, weil die andere Pausen hatten als wir leider. Und dann kam unsere Lehrer auch so ein bisschen auf die Idee und wir, dass wir einen Film mit denen machen. Und dann gab es halt drei Filme, die wir gemacht haben und einer davon war die Flucht. Ja. Und es war also ein Begegnungsprojekt. Habt ihr dann das Gefühl, dass ihr euch auch begegnet seid, dass ihr euch näher kennengelernt habt? Also es war definitiv so, weil wir haben einfach auch, also wir sind uns direkt aufgefallen und wir fanden das auch voll interessant, dass die an unserer Schule dann waren und ja, wir haben uns sofort eigentlich versucht zu verständigen und ja. Wie seid ihr denn auf die Geschichte gekommen, die ihr im Film erzählt habt? Also bei uns war es ja total aktuell, auch das mit dem Thema Flüchtlinge und so. Und dann, ja, wollten wir halt auch so wissen, wie ist das? Weil wir kennen das ja gar nicht so. Wie ist eine Flucht und was passiert da? Und dann haben wir einfach Sarah gefragt und sie interviewt und einen Film draus gemacht. So einfach. Das heißt also, du wurdest interviewt. Wie lief das Ganze ab? Habt ihr zusammen die Fragen entworfen oder wurdest du da quasi überrascht? Nee, ich habe also nur die Fragen also beantwortet und das war also ganz einfach, also nicht so schwer oder so, ja. Sehr schön. Und wie war das jetzt für euch eben gerade, euren Film da auf der großen Leinwand zu sehen? Also es war schon mega cool, weil einfach du hast damit überhaupt nicht gerechnet. Wir haben einfach so den Film einfach so aus Spaß gemacht und auch mit einem ernsten Hintergrund sozusagen. Und dann wurde uns einfach gesagt, dass der jetzt hier läuft und dann waren wir mega überrascht und fanden das auf einmal richtig schön. Lief ja auch gut, ne? Alles klar, danke fürs Interview.